So, Leute, ich bin echt tot, ne? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist seit 3 Tagen. Ich bin so richtig lost in the ocean. Eigentlich wollten Jessica und ich uns gestern schon treffen. Wir wollten gestern was essen gehen, ganz entspannt, ein paar Bilder machen. Aber jetzt nicht so großartig übertrieben viele Bilder. Sondern einfach nur so beim Essen gehen, weil ich will auch mein Feed ein bisschen umstellen. Also nicht mehr so viele Detailbilder, sondern halt wirklich so ein bisschen ästhetische Bilder von mir. Ja, dann habe ich ja gestern meine Nägel gemacht, weil wir haben uns gestern dann doch nicht getroffen, weil wir waren beide maximal unmotiviert. Und heute ist meine Motivation immer noch nicht da. Das Ding ist, morgen ist meine erste Schulung, die ich gebe. Morgen und übermorgen. Also morgen ist komplett Theorie, Übung und so weiter. Und übermorgen, also Montag, ist Praxis. Bedeutet, dann kommt ein Modell, an dem sie arbeiten wird. Und ich sag euch ehrlich, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das heißt, ich werde heute Abend alles vorbereiten für morgen, dass halt der Tisch schön gedeckt ist. Ich habe uns ein paar Süßigkeiten besorgt. Wir werden dann morgen auch ganz entspannt was zu essen bestellen, wenn wir Hunger bekommen. Und dann wird sie halt sehr viel üben. Es wird sehr, sehr viel Theorie geben, etc. Und da freue ich mich einfach extrem drauf. Und ich glaube, bei mir ist innerlich gerade so, ich will die erste Schulung hinter mich bringen, damit ich wieder aufatmen kann, weil irgendwie die ganze Zeit, ich fieber da so richtig drauf hin, zu starten. Wisst ihr? Und deswegen, ich freue mich einfach übertrieben. Ja, jetzt liege ich mit den zwei Mausis hier im Bett rum. Habe jetzt auf allen drei Plattformen was gepostet. Ich habe ja mittlerweile mein Haupt-Instagram, Arbeits-Instagram mit Permanent-Make-up und Arbeits-Instagram mit Fineline-Tattoos. Bedeutet, ich muss auf allen drei Accounts regelmäßig posten. Auf TikTok habe ich auch eben gepostet. Und meine Look-Hair-Extensions kamen an. Ich freue mich übertrieben, weil ich habe mir nämlich jetzt nochmal welche geholt, die ich kurz schneiden werde, aber einfärben werde. Meine Haarfarbe kam an, die muss ich aber gleich bei der Packstation abholen. Und es kann sein, dass ich heute für euch dann das Haarfärbevideo drehe, wie ich die Extensions einfärbe. Weil ich glaube, wir sind beide nicht motiviert, in die Stadt zu gehen. Wohnzimmer ist komplett gewischt, gestaubsaugt. Ich muss gleich nur noch die Teppiche einmal richtig staubsaugen, weil dafür muss ich den Aufsatz von dem Staubsauger ändern. Bad ist komplett fertig, Wohnzimmer mache ich gleich fertig, das lasse ich jetzt kurz trocknen. Ich werde jetzt kurz ein bisschen lesen und wenn das Ganze getrocknet ist, mache ich das Wohnzimmer fertig, das heißt Teppiche staubsaugen. Nochmal über meinen Arbeitswagen sortieren, weil ich habe gestern gemerkt, dass ich viele Sachen zum Auffüllen einfach unnötig da drin habe. Die werde ich gleich in dieses andere Schränkchen räumen und dann werde ich alles morgen für die Schulung vorbereiten. Dann kümmere ich mich ums Schlafzimmer, mal gucken, ob ich es hinkriege, die Matratze hier selber irgendwo hin hochzustellen. Das wird eine witzige Aktion, weil die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist es dahin hochzustellen. Ja, weil vom Fernseher ist ein bisschen schlecht, weil ich ja abends immer Fernsehen gucke, bevor ich schlafe. Deswegen mal gucken. Mit den Mausis gehe ich gleich auch noch raus, aber erstmal muss alles trocknen. Schaut mal bitte, was gerade ankam. Ein Paket von Birkholz Parfum Manufaktur. Ich freue mich so unfassbar auf dieses Paket. Wirklich toll. Oh mein Gott, wie süß. Wie süß, bitte. Guckt mal bitte, was mich gerade hier erwartet hat. Auch noch zusätzlich einfach so Duftproben. Und dieser Duft, ich freue mich so sehr über diesen Duft. Ihr wisst nicht. Wir schnuppern jetzt mal hier dran. Das ganze Paket riecht übrigens auch so lecker, ne? Keine Worte dafür. Ich will es gar nicht kaputt machen. Es sieht so toll aus. Leute, ich habe gerade schon mal hier dran geschnüffelt. Wie hübsch ist bitte der Flakon? Wie hübsch ist bitte das Packaging? Ich liebe dieses Schleifchen hier. Oh, er riecht einfach so lecker. Ich liebe es. Ich liebe, 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 liebe. Eines der besten Düfte, die ich je gerochen habe. Absolute Kaufempfehlung, Leute. Falls ihr auf der Suche nach richtig guten, hochwertigen Düften seid, dann schaut wirklich mal bei Birkholz vorbei. Ich habe natürlich jetzt noch nicht den Langzeittest gemacht, aber ich gehe davon aus, dass der wirklich super lange hält. Es ist ja auch ein Eau de Parfum. Und ich liebe es einfach. Ich bin richtig obsessed. Es riecht fantastisch. Mit, wie nennt man das? Das hier? Und einmal ein Eiskaffee. Hier ist alles schon vorbereitet auf dem Tisch, deswegen muss ich mich hier ein bisschen klein halten. Ich werde gleich noch alles zum Anziehen für morgen rauslegen. Ich war mit den Mausis draußen, ich war bei der Post. Und stimmt, ich habe euch gerade das Parfum gezeigt, ne? Riecht so lecker. Habe auch ein bisschen was drauf, es riecht so gut. Ja, ich muss sagen, ich bin gar nicht so aufgeregt vom Morgen, sondern eher vom Übermorgen, wenn das Modell kommt. Deswegen, ich bin sehr gespannt.
alles für meine wundervolle Schülerin morgen ist vorbereitet. Ich habe jetzt nochmal was zum Schreiben rausgelegt, meine Schulungsmappe. Hier sind auch noch einige Sachen drin, die sie wahrscheinlich brauchen wird, logischerweise zum Arbeiten. Dann habe ich hier mein Prospekt einmal rausgelegt, habe ein paar Süßigkeiten rausgelegt, die werde ich morgen noch in die Schälchen füllen. Da sind auch Sachen, die wir für morgen brauchen. Und dementsprechend würde ich sagen, kann es morgen losgehen mit der Schulung. Oh Gott, Leute, I did it. Ich kann es gar nicht glauben. Meine alte Matratze steht jetzt da. Ich habe die komplette Matratze jetzt gewechselt bekommen. Es ist viel niedriger als vorher. Ich muss mich hier, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Aber es ist viel bequemer. Es war zwar anstrengend auf einem anderen Level, aber ich habe es geschafft. Good morning. In the morning, my loves. Ich sehe ja echt interessant aus. Ich war jetzt gerade schon mit den Mausis draußen. Habe mein Gesicht gewaschen, meine Zähne geputzt, mich sauber gemacht, mich angezogen. Ich war gestern Abend nämlich noch duschen. Ich hatte keine Lust, das heute Morgen noch machen zu müssen. Ich habe jetzt noch 14 Minuten. Aber ich werde sowieso jetzt kein Full-Face-Make-up machen, sondern nur auf schnelle Welle. Bin ich aufgeregt? Schon ein bisschen. Weil ich halt erstmal in den Ablauf reinkommen muss, logischerweise. Aber so schlimm aufgeregt dann auch nicht. So, morgen wird, glaube ich, schlimmer für mich, weil morgen werde ich vor Aufregung platzen, weil sie das erste Mal an einem Modell arbeitet. Und irgendwie macht mich das nervös, wenn jemand anders meine Aufgabe erledigt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber das ist halt das erste Mal, abgesehen halt jetzt, wenn ich selber zu Schulungen gehe, dass jemand dann vor mir pigmentiert und das durch meine Erklärung. Das wird halt unnormal crazy. Ich hoffe, sie ist nicht allzu aufgeregt. Ich nehme jetzt einmal das hier und decke jetzt erstmal meine Augenringe ab, weil das sieht nicht gut aus. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich mich schlafen lege und es morgens so dunkel ist, weil die Matratze vor dem ganzen Fenster steht. Aber ich hatte keine andere Wahl, weil wo soll ich sie sonst hin tun? Ich habe jetzt auch die Unmengen am Platz hier. Deswegen hatte ich keine andere Wahl, tatsächlich. Einfach, der erste Schulungstag ist schon rum. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin so richtig amazed irgendwie. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich bin so aufgeregt wegen morgen, weil sie morgen ja ihr erstes Modell haben wird. Heute ging ja noch, aber morgen bin ich schon echt anders nervös vor. Morgen muss ich auch richtig fertig gemacht sein wegen dem Videografen. Ich habe leichte Kopfschmerzen heute den ganzen Tag gehabt. Ich glaube, das liegt einfach am Wetter, weil das Wetter richtig gut geworden ist draußen. Ich warte jetzt noch mal eine Stunde, dann gehe ich mit den Mausis raus und dann werde ich mich ans Extensions einfärben begeben. Da kann sein, dass ich davon sogar ein Set am Morgen tragen werde. Meine Matratze wurde eben abgeholt. Ich werde mir jetzt was zum Abendessen machen. Eigentlich habe ich noch Nudeln von vorhin, aber ich glaube, die esse ich morgen tagsüber, weil ich habe heute fast gar nichts gegessen, aber ich habe jetzt auch gerade gar keinen Bock auf Nudeln. Ich will gerade irgendwas Leichtes. Ich wollte eigentlich jetzt meine Extensions einfärben. Aber glaubt ihr mir, dass ich, seitdem sie gegangen ist, einfach tot bin? Also ich war mit dem Baubus draußen und meine Matratze wurde abgeholt. Ich habe auf jeglicher Seite gerade gepostet. Also mein Main-Account, mein Arbeitsaccount, mein anderer Arbeitsaccount. Ich muss ja immer drei Accounts versorgen und dann noch TikTok versorgen. Ja, Instagram sage ich schon, YouTube ist heute auch ein Video online gegangen. Kein Vlog, sondern ein Get Ready With Me. Morgen muss ich übel früh aufstehen, weil ich mich fertig machen muss, weil morgen ja der Videograf kommt, um Videos zu machen, damit ich Content habe von der Schulung. Ich freue mich so krass, Leute. Ich kann es einfach immer noch nicht realisieren, dass heute der erste Schulungstag rum ist. Es ist so mindblowing und ich glaube, ich werde das so machen, dass ich hier auch nochmal, falls hier Mädels aus meiner Nähe sind oder Mädels sind, die bei mir eine Schule buchen wollen, ich werde hier noch einmal zwei Plätze vergeben zu einem vergünstigten Schulungspreis. Ich hatte, ohne dass es irgendjemand wusste, 5 Schulungsplätze vergeben über WhatsApp für die Mädels, die sich gemeldet haben, ohne dass sie überhaupt wussten, dass es einen vergünstigten Preis gibt. Ja, die haben diesen vergünstigten Preis bekommen und falls sich Mädels von YouTube melden und einen vergünstigten Schulungspreis noch haben wollen, schreibt mir gerne bei WhatsApp. Ich blende euch hier die Nummer ein. Schreibt am besten mit YouTube Schulung oder mit Schulung YouTube, dass ihr halt diesen vergünstigten Preis bekommt.
Ich freue mich einfach ungemein. Ich bin einfach so froh, endlich Schulung geben zu dürfen, auch wenn es mich wirklich den letzten Nerv, also was heißt letzten Nerv, sondern die letzte Kraft wirklich geraubt hat, so die letzten Wochen. Es war auch echt ein bisschen viel alles die letzten Wochen. Es wird auch noch weiterhin ein bisschen viel sein. Gerade bis zu meinem Geburtstag habe ich noch einiges auf meiner To-Do-Liste zu tun. Ich habe auch noch einige Kundinnen jetzt und nächsten Monat wahrscheinlich auch wieder Schülerinnen. Viele der 5 Schülerinnen sind tatsächlich Ende des Jahres, weil ich noch keine Ratenzahlung anbiete. Also das biete ich noch nicht an. Ich muss mich da auch mal mit beschäftigen, wer mir das gewährleisten könnte. Also wo ich das buchen könnte, dass ihr Ratenzahlungen buchen könnt. Oder ich kann vielleicht auch mal rumfragen, falls Mädels so nett sind und mir diese Frage beantworten. Weil ich habe keinen Plan, wie die das machen und alleine mich drum kümmern, sage ich euch ehrlich, Leute, ich habe schon genug zu tun. Deswegen, ja, also falls ihr da Interesse dran habt, schreibt mir gerne meine WhatsApp-Nummer, ist hier eingeblendet. Ich bin in Leverkusen, 51373. Das ist zwischen Köln und Düsseldorf, für die Mädels, die keinen Plan haben, wo das ist. Und ja, ich mache mir jetzt erstmal Abendessen. Good morning in the morning. Schulungstag Nummer 2. Ich bin heute wirklich anders tot. Also ich war so müde. Das Ding ist, ich habe die letzten Tage nicht allzu gut geschlafen. Und dementsprechend bin ich halt ein bisschen kaputt. Ja. Heute kommt der Videograf. Ich freue mich schon sehr, weil das wird richtig nicer Content. Und ich bin auch sehr aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben, weil es für mich ist halt das Schlimmste, Kontrolle abzugeben. Und in dem Moment, wo halt jemand anders pigmentiert, dem du es beigebracht hast, gibst du halt komplett Kontrolle ab. Oh, das muss ich echt lernen, weil das fällt mir echt schwer. Die beiden Mausis sind irgendwie hellwach. Kein Mensch versteht, weil ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden. Und ich hänge so halb tot und die beiden gucken mich an und denken sich so, Mami, was geht? Let's play. Boah, ich bin echt durch heute. Aber ich muss sagen, meine Augen dafür, dass wir früh am Morgen haben, ja, es ist früh am Morgen, not that bad. Ich werde mich jetzt mal ready machen, Leute. Überstanden. Das war wirklich, also ich glaube, ab dieser Schulung kann es nur bergauf gehen. Das ist gar nicht böse gemeint. Die Schülerin war super, so eine süße Maus, so toll gearbeitet. Aber jetzt kommt das Aber. Ihr Modell heute war ihre Schwester. Und ich schwöre euch, Leute, das ist nicht gelogen. Ich hatte bisher eine in 4 Jahren, die wirklich Schmerzen beim Permanent-Make-up an den Lippen etc. empfunden hat. Und sie ist die eine unter 1 Million. Die krass Schmerzen direkt von Anfang an empfunden hat. Und wir sollten Lippen und Augenbrauen halt bei ihr pigmentieren, haben wir dann auch gemacht. Aber es war halt logischerweise für sie auch super unangenehm. Halt, weil sie Schmerzen hatte. Wir haben es aber dann doch hinbekommen. Es ist auch super toll geworden, aber für die Schülerin war es halt, uiuiui, war es halt sau schwierig. Und die war halt zwischendurch auch am Verzweifeln, weil wir halt nicht das so machen konnten, wie wir es eigentlich gemacht hätten wollen. Wenn das überhaupt Deutsch ist. Liegt einfach daran, dass sie halt so krass Schmerzen hatte. Ne? Also du kannst ja nicht über deinen Schmerz dann hinausgehen, sondern sie gerade mal parken. Ich bin jetzt nach Kerpen gefahren. Ich werde jetzt einen Pfeil verrauchen. Ich habe gestern meine allererste Permanent-Make-up-Schulung gegeben. Zum Schluss seht ihr ihr Ergebnis, was sie selber pigmentiert hat. Und ich bin so stolz auf sie. Leute, es war für mich eine krasse Überwindung, diese Schulung überhaupt zu geben im Allgemeinen. Und es war so viele wochenlange Vorbereitung für mich, bis ich die Schulung gegeben habe. Ihr seht hier ihre Übungen. Sie hatte am Anfang leichte Probleme mit Verkantungen. Und dann haben wir wirklich ihre Technik gefunden. Und dann kamen wir auch schon zum Modell. Ich mache immer selber die Vorzeichnung, dann wische ich alles weg und dann müssen meine Schüler so gesehen die Vorzeichnung nachmachen, an den Lippen und an den Augenbrauen, dass ihr euch wirklich sicher fühlt. Ich zeige euch, wie ihr die Maschine haltet, wie ihr perfekt arbeiten könnt, damit ihr anständige Ergebnisse bekommt. Es ist so perfekt geworden und falls ihr selber eine Schulung buchen wollt, das hier ist übrigens das Ergebnis, dann schreibt mir gerne bei WhatsApp und ich schicke euch alle Infos. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Ich bin ready for the day. Ich gehe jetzt mit der süßen Maus eine Pfeife rauchen, die letzte Mal auch bei mir zum Tätowieren war. Ich kenne sie ja von Patrizias Schulung und wir wollten uns so allgemein ein bisschen connecten, ein bisschen quatschen. Und deswegen habe ich mich jetzt ready gemacht. Der Tag hat heute übrigens katastrophal gestartet. Ich habe den ganzen Morgen geheult. Deswegen kann sein, dass meine Augen leicht geschwollen sind, aber ist ja nicht kein Weltuntergang. Ich habe mir jetzt so eine richtige Oversized-Jacke hier angezogen, weil ich sage euch ehrlich, Leute, ich friere meinen Arsch ab, ne? So, jetzt nochmal im Auto mit richtigem Licht. Ich mache jetzt auch nochmal Fenster zu, auch wenn ich das gleich wieder öffnen muss, weil ich kriege hier drin echt kaum Luft. Also, gestern, die Schulung ist wirklich bombastisch gelaufen. Ich habe euch gestern schon ein kleines bisschen erzählt, aber ich dachte mir gerade so, komm, wenn du schon mal im Auto sitzt, kannst du jetzt auch nochmal kurz ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar, wer es auf
habe angefangen, permanent Make-up-Schulungen zu geben. Das heißt, ich schule euch, wie ihr pigmentiert. Ihr könnt das machen komplett als Quereinsteiger und dementsprechend könnt ihr auch, wenn ihr keine Vorerfahrung im Beauty-Bereich, im permanent Make-up-Bereich bei mir diese Schulung ablegen. Ich werde Richtung Ende des Jahres eine weitere Schulungsform rausbringen für Fortgeschrittene bzw. Leute, die schon permanent Make-up anbieten und so gesehen ein Perfektionstraining haben wollen, ihre Arbeit perfektionieren wollen. Bevor ich dieses Training gebe, werde ich selber logischerweise so eins noch absolvieren. Das ist super wichtig, damit ich euch selber wirklich dann perfektionieren kann, indem ich selber perfekte Arbeit ablege, logischerweise. Falls ihr Interesse habt, schreibt mir gerne bei WhatsApp. Ich glaube, ich habe das letztes Mal einmal schon kurz angerissen, dass ich hier auch nochmal zwei weitere Plätze zu einem vergünstigteren Preis vergeben werde. Und ich hoffe, ich habe es jetzt zweimal in einem Vlog erwähnt. Ich werde das ja dementsprechend dann auch so schneiden. Denn mir ist das wichtig, dass ihr hier auf YouTube bzw. auf jeder Plattform etwas davon habt. Ich hatte auf Instagram die Werbung gemacht und habe ja fünf Mädels einen vergünstigteren Schulungspreis gegeben, die sich bei mir gemeldet hatten. Einfach so, weil ich euch was zurückgeben wollte, weil ich sehe, wie sehr ihr mich supportet, egal auf welcher Plattform. Und ich wollte euch einfach von Herzen was zurückgeben und ich dachte, das ist eine ganz coole Sache, gerade für die Mädels und Jungs auch vielleicht da draußen, die eine permanent Make-up-Schulung belegen wollen, die diese Art von Dienstleistung anbieten wollen. Es ist, glaube ich, immer schön, sich weiterzubilden oder was Neues dazu zu lernen und zu finden, so, hey, gefällt mir das, was ich hier gerade mache oder machen möchte. Und ja, dementsprechend, falls ihr euch da weiterbilden wollt, könnt ihr gerne auch auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen. Dort findet ihr allgemein noch ein paar mehr Informationen. Ich werde jetzt heute, wahrscheinlich auch noch heute Abend, so ein Schulungsbild posten, wo nochmal drin steht, was ihr alles in meiner Schulung so gesehen mitgegeben bekommt. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. Und ja, ich poste allgemein auf Instagram auch viel mehr mit Informationen und so weiter. Gestern war der erste Tag, wo ich nichts gepostet habe. Ich war gestern einfach durch. Ich war wirklich, also ihr konntet gestern Abend mein Gefühl wie so ein Blatt Papier zusammenknüllen und einfach wegschmeißen, weil ich war mental einfach gar nicht mehr auf der Ebene und auf der Lage, um irgendwas zu machen. Und deswegen habe ich dann gestern Abend zum Beispiel auch nicht mehr gepostet. Und ja, ich würde sagen, die Schulung ist gut gelaufen. Ich habe es ja gestern schon angerissen, dem Modell war halt ein bisschen schwierig, aber es ist umso besser für sie als auch für mich. Also ich versuche aus jeder Position und Situation immer das Beste rauszuholen. Ja, suchen für mich. Und zwar, es war das Beste, dass so ein Modell am Anfang auch bei meiner ersten Schülerin war, weil du nämlich so auch einschätzen kannst, wie ist es zeitlich und wie ist es, wenn sowas ist, wie gehe ich damit um. Und für sie halt wird es so geil sein, wenn sie an ihrem nächsten Modell arbeitet und einfach dieses entspanntere Gefühl bekommt. Es gibt halt einfach nichts Besseres. Und ja, Leute, ich bin so stolz auf mich, dass ich einfach meine erste Schulung abhaken kann. Ich habe es einfach geschafft. Sie war happy, sie hat alle Informationen bekommen. Sie hat alles verstanden, sie hat alles fantastisch umgesetzt. Ihre Modellarbeit war einfach der Wahnsinn. Es ist richtig, richtig toll geworden. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's von mir für jetzt. Ich melde mich vielleicht später nochmal wieder, weil ich muss jetzt erstmal was essen. Ich habe gestern einfach nur ein halbes Toast, also es war ein doppeltes Toast, deswegen war es dann eigentlich ein Toast mit Käse gegessen. Ja, aber ich habe halt fast gar nichts gegessen, deswegen ich muss heute definitiv ein bisschen mehr essen und ich habe voll Bock auf Burger, deswegen werden wir wahrscheinlich entweder Burger dahin bestellen oder halt Burger essen, mal schauen. Und ich muss, ja, dem einen Kellner auch noch eine Bullschacht den Pralinen holen, das war gestern voll süß, was er gemacht hat, deswegen ich fand das so lieb und ich finde, man muss das immer appreciaten, wenn man gut behandelt wird, egal in welchem Ort, ob es jetzt eine Shisha Bar ist oder wo auch immer, dass man einfach den Menschen auch diese Wertschätzung zeigt. Und deswegen hole ich heute irgendwas Süßes, worüber er sich freuen kann. Wenn wir Essen da haben, dann ratet mal, wer da ist. Lu hat uns heute richtig süß so eine, wie heißt das? Käselauchsuppe. Ich hatte so Cravings darauf. Richtig nice. Also ich liebe das auch unnormal. Wir hätten nur ein bisschen, was war das, Mehl oder Stärke, ne? Ja, das Problem ist, es ist einfach zu wenig Hackfleisch gewesen. Na, ich hatte nicht mehr. Okay. Okay, und dazu haben wir ein bisschen Brot, ein bisschen Butter. Und wir essen jetzt. Übrigens haben wir nach dem Essen meine beste Freundin tätowiert. Und zwar mit dem Vivere. Es ist so schön geworden. Ich liebe es doch einfach. Wir haben euch so ein bisschen bei dem Prozess mitgenommen. Ich bin gespannt, inwiefern wir das Ganze nachstechen müssen. Ich denke, das Rote muss auf jeden Fall nachgestochen werden. Es ist sehr, sehr fein geworden. Falls ihr auch ein Tattoo wollt, ich habe euch gerade meine Instagram-Seite nochmal eingeblendet. Feinlein-Tattoos bei Nessa. Und ja,
Das war meine Arbeit. Es macht mir so unfassbar viel Spaß. Es lässt wirklich noch mal so eine andere, motivierende, inspirierende Seite von mir aufleben. Und ich liebe es einfach übertrieben, meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Und ja, falls ihr einen Termin wollt, schreibt mir. So, meine lieben Zuckermäuse. Ich habe heute meine beste Freundin tätowiert. Momentan immer noch auf der Suche nach sehr vielen Modellen, die sehr, sehr feine Tattoos haben wollen. Also, falls ihr richtige Feinlein-Tattoos haben wollt, in der Nähe von Köln oder Düsseldorf wohnt, meldet euch gerne bei mir, weil ich bin in Leverkusen. Ich würde mich sehr freuen, euch zu tätowieren. Gerade was so richtig feine Sachen angeht. Also, die Rose geht schon eher in diese Richtung, in die ich gehen möchte. Ich blende euch immer ein Bild von dem Tattoo ein, dass ihr überhaupt wisst, wovon ich spreche. Aber ich möchte halt wirklich diese feinen, 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 feinen Tattoos machen. Und deswegen, falls da jemand Interesse dran hat, bitte, bitte schreibt mir, weil ich brauche Modelle. I need Models, immer noch. Damit ihr halt wirklich seht, in welche Richtung das geht, weil momentan ich nehme so alles an, was geht. Solange ich es mit meinen Werten vertreten kann, natürlich. Aber ja. Und vor allen Dingen, um auch erstmal halt reinzukommen in dieses gesamte Handwerk. Ja, Schulungen, Leute. Ich habe es heute auch nochmal gepostet auf Instagram, dass ich noch 5 Mädels suche zu dem vergünstigteren Preis. Und hier habe ich euch ja in diesem Blog, glaube ich, schon zweimal gesagt, dass ich Mädels suche, 2 Stück zu einem vergünstigteren Preis. Und dementsprechend, falls ihr Interesse an der Schulung habt, ich bin wie gesagt in Leverkusen, meldet euch super gerne, dass wir die Schulung zusammen machen. Ich würde sagen, ich gebe euch die Tage mal ein kurzes Lead-Update, weil so langsam ist es immer besser am Verheilen. Ich bin auch richtig, richtig happy. Dieser Punkt ist hier immer noch, der hier ist wie gesagt besser geworden. Ich mache jetzt gleich nochmal meine Narbencreme drauf. Die mache ich jeden Abend drauf. Ich habe einfach irgendeine von DM geholt. Muss aber sagen, ich bin relativ happy damit, also gar keine Probleme. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, ne? Das habe ich hier auch. Botox. Es ist Botox und dieser Fleck geht seit einer Woche nicht weg. Ich kann doch nicht mehr. Aber ich kann es halt auch nicht ändern, ne? Also ich kann ja nicht einen Fleck wegzaubern, der da ist. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert, warum das da ist. Ich werde mir jetzt noch was zu trinken holen. Ich habe nämlich Durst bekommen. Dann noch ein bisschen lesen und dann schlafen wir schon wieder mitten in der Nacht. Und ich weiß nicht, seit einer Woche ist schon wieder der Wurm drin, dass ich mitten in der Nacht einfach wach bin, nicht schlafen kann und dann länger schlafe. Aber es ist nicht schlimm, es ist egal. Es ist sowieso anscheinend kein Sommer. Keine Ahnung, ob wir jetzt durchgehend irgendwie Winter, Herbst und Frühling haben, aber keinen Sommer mehr. It is how it is. Deswegen müssen wir jetzt damit arbeiten, was wir hier haben. Ich habe gerade meine Haare geschnitten, weil ich kann das immer am besten, wenn meine Haare fettig sind. Warum? Weil wenn die fettig sind, sehe ich in den Längen besser, wo Spliss ist und wo nicht. Und ich habe jetzt meinen ganzen Spliss rausgeschnitten. Ich habe jetzt nochmal, seht ihr das, ein gutes Stück meiner Haare abgeschnitten. Um ehrlich zu sein, das hier. Und dann habe ich halt nochmal nachgeschnitten. Dieser ganze Spliss, der hier auch gerade rumliegt. Ich hoffe, dass meine Haare bis zu Ende des Jahres endlich mal wieder dicker werden, weil ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es ist doch nicht normal. Ich kann das einfach nicht. Es ist doch nicht normal, dass meine Haare so tot sind. Vor allen Dingen, ich mache ja kaum was mit denen. Ich verstehe es auch nicht. Also, I don't get it. Ich sollte vielleicht mal wieder anfangen, so Haarvitamine und sowas zu nehmen. Seht ihr das? Das sind die Haare, die mir damals abgebrochen waren. Von der einen Blondierung. Hier auch. Seht ihr das? Fehlt noch ein Stückchen. Ja, auf jeden Fall habe ich meinen Curtain Bangs nachgeschnitten. Das sieht auch sehr, sehr nice aus. Hier auf der Seite ist der genauso lang, aber irgendwie fällt der gerade nach hinten. Ich hätte auch mal gucken können, ob das hier gleich lang ist. Auf jeden Fall habe ich meine Haare geschnitten. Ich werde jetzt meine Haare waschen, dann duschen und meine Selbstbräuner-Routine starten, weil ich habe mir 3 neue Selbstbräuner bestellt und ich will die alle mit euch testen. Am liebsten noch vor meinem Geburtstag. Die Frage ist halt, wie ich das hinkriege von der Schnelligkeit her. Und ja, deswegen würde ich sagen, let's start mit dem Makeover für heute, weil ich will nämlich nachher nach Kerpen fahren, dort ein bisschen arbeiten. Heute ist ja das nächste, was war es, EM-Spiel. Oh, ich finde es ganz schrecklich. Ich raff halt nicht, wie man es feiern kann, dass so ein paar Leute einem Ball hinterherrennen. Ich weiß, wegen Zusammenhalt und so weiter, aber es ist halt gar nicht mein Vibe, ne? Wirklich nicht. Ganz schlimm. Ich bin auf meinem Weg nach Kerpen. Ich freue mich auf meine Pfeife. Ich bin heute offiziell mit absolut niemandem verabredet. Bedeutet, ich werde die ganze Zeit alleine mit mir selber ein Date haben. Ein Arbeitsdate, aber egal. Ja, deswegen würde ich sagen, später. So, liebe Leute, ich bin auf dem Weg nach Hause.
gearbeitet. Ich habe viel geschafft. Wir haben gerade nicht mal 22 Uhr. Ich werde gleich auf jeden Fall noch was lesen. Und mal schauen. Das Ding ist, ich fühle mich heute das erste Mal nach Wochen. Wirklich krass. Also es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich wieder anfange, mich zu fühlen. Ich mag das Make-up heute. Es ist dezenter als sonst. Aber ich mag es total gerne. Und ich genieße gerade noch ein bisschen, dass es hell draußen ist, weil ich sonst in meinem Stockdunkel nach Hause fahre. Leute, die Extensions, das war die beste beste Entscheidung, die so einzufärben. Wirklich beste Entscheidung. Und ja, ich würde sagen, bis später. Leute, ich habe mir einen zweiten auf meine Schienen bestellt. Und guck mal bitte, wie heftig aussieht. Also, ich muss auf jeden Fall was drunter ziehen, weil er ist ohne irgendwas drunter komplett durchsichtig. Aber, I mean, how pretty... How pretty. Ich fühle mich heute so, ne? Ich fühle mich heute endlich das erste Mal nach Wochen. Disbelief einfach. Ich habe gerade alles für die nächste Kunde vorbereitet. Ich bin fix und fertig. Das war so. Also für mich, ich muss ja erstmal reinkommen in dieses ganze Tätowieren-Game, ne? Und wenn ich am Tag so ein Motiv habe, ist das auch vollkommen fein, weil so kriege ich halbwegs die Zeit eingeschätzt. Aber für mich ist es noch so schwer, die Zeit einzuschätzen, egal bei welchem Motiv. Deswegen mache ich das immer so, dass ich eine Permanent-Make-up-Kundin habe und danach eine Tattoo-Kundin, damit so Ende offen ist, wisst ihr. Ich nehme meistens am Tag immer nur zwei Kundinnen an, damit ich wirklich meine volle Konzentration da habe. Ich bin überhaupt gar kein Fan davon, 8-9 Kundinnen am Tag anzunehmen, macht für mich persönlich überhaupt absolut gar keinen Sinn, weil die Konzentrationsspanne geht irgendwann weg und irgendwann nimmt die, wie sagt man, Perfektion deiner Arbeit ab, desto mehr du an einem Tag versuchst reinzupacken. Und deswegen mache ich das nicht. Ich sage das auch zu jeder meiner Kundinnen, ich plane immer genug Zeit rein, damit keiner sich hier irgendwie stressen muss. Auch wenn die mal ein paar Minuten zu spät sind, das ist mir so egal, weil ich immer genug Zeit einplane. Und deswegen, ich bin heute fix und fertig. Ich habe geschätzt, dass wir so 20 Uhr fertig sind. Wir waren so 20.30 Uhr, 20.45 Uhr fertig. Ich habe schon ein bisschen länger gebraucht als geplant, aber es ist auch nicht schlimm. Also mir geht es jetzt nicht darum wegen der Zeit oder so, ne, sondern ich muss halt wirklich lernen, die Zeit ein bisschen besser einschätzen zu können. Es ist so schön geworden, Leute. Ich werde euch die Tattoos mal hier einblenden und auch die Kundin, die ich heute hatte, für die Lippenpigmentierung. Das ich habe euch jetzt einfach mein TikTok mal hier reingeschnitten. Das war meine Nacharbeitskundin für die Lippenpigmentierung. Es ist so hübsch geworden. Und dann hatten wir die Kundin mit drei Motiven an Tattoos. Und zwar haben wir mit dem Fingertattoo begonnen, was sehr, sehr fein geworden ist. Es sieht sehr, sehr hübsch aus. Ich bin super gespannt, wie es abheilt. Abgeheilte Bilder werde ich euch auch mit der Zeit hier mal einblenden. Dann war das eins meiner Wannadoos. Falls ihr meine Wannadoos sehen wollt, schaut mal auf meiner Instagram-Seite Fine Line Tattoos bei Nessa vorbei. Da habe ich noch einige online. Und zu guter Letzt einmal die gewünschte 777 und das war mein Arbeitstag. Das war eine Nachbehandlung. Es ist so toll geworden. Ich werde jetzt mit den Wauwaus zum dritten Mal heute rausgehen. Also müssen anscheinend auch schon wieder raus. Ich gehe jetzt noch einmal kurz für kleine Mausis Baby machen. Und ja, eigentlich wollte ich meine Pfeife machen, aber ich sage euch ehrlich, ich bin so kaputt, ich mache heute gar nichts mehr. Morgen bin ich mit Jessica verabredet. Morgen werde ich auch Haare waschen. Ich finde es faszinierend, dass das erste Mal meine Haare für 2 Tage gehalten haben heute. Also es ist okay, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, krasseste Frisur ever. Aber es ist okay. Ich habe heute Morgen Content gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch damit mitgenommen... ich kann nicht richtig reden. Ich weiß nicht, ob ich euch dabei mitgenommen habe, aber ich habe heute Morgen erstmal Content gemacht. Und ja, dann hatte ich jetzt meine 2 Kundinnen und jetzt habe ich Feierabend. Jetzt werde ich mit den Mausis rausgehen und mir nachher wahrscheinlich das Essen mal machen. Ich habe noch ein bisschen Essen von gestern. Ich habe es euch gestern, glaube ich, gezeigt. Ich hatte gestern Chinesisch bestellt und ja. Ich liebe übrigens die Farbe der Extensions. Also es ist so gut geworden. I'm obsessed. Ja, ich freue mich richtig auf morgen. Ich werde mal schauen, was ich morgen anziehe, aber ich glaube, das, was ich morgen anziehe, muss ich heute noch nähen, weil ich hatte mir einen Zweiteiler bei Shein bestellt, der ist so schön, aber ich muss die Seiten zunähen, weil ich die Hose so weit runterziehen muss, dass man das durch die Schlitze an den Seiten von dem Top sieht und deswegen muss ich das zunähen, stört mich aber nicht, aber ich finde es so schön, diesen Zweiteiler, auf ihr rauf, weil dann habe ich nämlich wirklich Feierabend und Feierabend unterstrichen dickfett. Weil wenn ich mit den Hunden draußen war, das letzte Mal abends, habe ich Feierabend. Also ich weiß nicht, welche Hundemama das versteht, aber ich schwöre, wenn ihr die letzte Runde mit den Hunden wart, habt ihr Feierabend. Okay.
Guten Morgen, ihr Mäuse. Ihr hängt da gerade ein bisschen schief drin. Das tut mir auch leid, aber irgendwie kriege ich die Halterung gerade nicht zum Halten. Ich bin gerade auf dem Weg zum Fabi-Shark, denn ich gehe heute zum Einrenken. Ich habe ja vor Monaten richtige Nackenschmerzen und so gehabt, habe wieder Augenmigräne bekommen. Also irgendein Wirbel ist bei mir anscheinend wieder draußen. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zum Einrenken, weil wenn du da einen Termin hast, dauert das immer ein bisschen, bis du einen Termin bekommst. Und der nimmt übrigens auch keine neuen Patienten mehr an. Das ist ja ein bisschen doof, aber ja, ich bin halt da schon seit Jahren und deswegen ich vermute, dass ich heute wieder eine Spritze bekomme. Ich manifestiere es mir gerade auch selten dämlich, aber ich kann es halt sowieso nicht ändern. Weil ich glaube, es ist wieder irgendwas in meinem Atlas, also meine Halswirbel nicht okay. Egal, ich freue mich einfach nur, wenn ich gleich eingerenkt bin und ich werde gleich noch eine Kleinigkeit einkaufen gehen auf dem Rückweg, dass wir uns was zum Frühstücken machen können und danach werde ich mich langsam fertig machen, denn ich treffe mich heute endlich mit Jessica. Ich habe das im letzten oder vorletzten Vlog schon gesagt. Eigentlich waren wir verabredet gewesen, ich habe dazu aber auch gar nichts mehr gesagt, weil wir beide waren mal wieder maximal unmotiviert. Ich finde es immer so witzig, dass wir beide mal gleichzeitig so richtig unmotiviert sind und dann halt das Treffen verschieben, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal keine Lust hat oder das verschiebt. Aber heute bin ich irgendwie richtig motiviert und freue mich auch richtig darauf. Wir wollten nach Köln entweder einen Foodspot abklappern, wo wir schon immer mal hin wollten, oder irgendwas Süßes da holen. Oder wir gehen zu Rewe und so, keine Ahnung, Sachen für eine Käseplatte oder so. Wir werden uns schon irgendwas Schönes machen. Ich freue mich auf jeden Fall, mit der Maus ein bisschen zu quatschen. Und ja, mal gucken, wie ich mich fertig mache, ob ich mich richtig fertig mache, ob ich überhaupt gleich noch motiviert bin oder nicht. Wir werden es sehen, weil gerade ist so, ich weiß nicht, ich hätte mir was zu trinken mitnehmen sollen. Ich habe mich richtig bloß gerade. Ja, ich guck mal. Das Ding ist leider, dass wir größtenteils zu Hause quatschen wollten. Überlege ich vielleicht, mich doch nicht fertig zu machen heute, auch meine Haare einfach so zu lassen und nur so ein bisschen Pflege gleich aufzutragen, meine Wimpern nach oben zu biegen, also so ein bisschen, aber halt nicht viel. Irgendwie bin ich heute nicht so motiviert, Make-up aufzutragen. Ich habe mich original eine halbe Ewigkeit nicht gemeldet. Und bin ich mad darüber? Ein bisschen, aber ich hatte heute, also ich muss sagen, die letzten Tage, ich habe meinen Schlafrhythmus in den Griff bekommen. Das ist schon mal Bombe. Ich habe sehr, sehr viel erledigt. Ich habe sehr, sehr viel geschafft, sehr, sehr viel gemacht und so weiter. Übrigens, Leute, dieser Käse, das ist Parmesankäse mit Trüffel. Ich will schreien. Er ist so lecker. Er ist so lecker. Ich habe mir nämlich gestern mit Jessica eine Käseplatte gemacht. Und dasselbe werde ich heute für mich alleine machen. Ich liebe Käse, Leute. Also das ist eine Sache an mir. Es gibt nichts Geileres, als wenn ihr mit mir in ein Restaurant geht und ich bekomme mit, dass die auf der Dessertkarte eine Käseplatte haben. Weil dann bestellen wir Dessert und eine Käseplatte. Es gibt gar keinen drumherum, weil diese Kombination aus süß und herzhaft, es gibt nichts Geileres als Abschluss. Es gibt einfach nichts Geileres. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja, deswegen mache ich mir jetzt selber meine eigene Käseplatte, weil ich, wie gesagt, den Käse halt noch da habe und ich möchte, dass der irgendwie, ja, kippt oder so. Und ich mache mir das Ganze aber heute mit Pumpernickel, Pumpernickelbrot, weil wir hatten gestern Baguette aufgebacken. Ich habe auch noch Baguette da, aber ich sage euch ehrlich, mit so ein bisschen Pumpernickel ist, glaube ich, nicht schlecht. Und dann noch gesalzene Butter dazu, Jackie Potty und diese hier. Ich dachte eben, ich bin am Arsch, weil er ist mir runtergefallen. Allerdings, Gott sei Dank, von nicht allzu hoch. Deswegen habe ich noch Glück gehabt, glaube ich. Und ja, wie geht's euch? Was macht ihr so? Gibt es bei euch viele Neuigkeiten? Ich bin halt momentan, muss ich sagen, ehrlich, ein bisschen lost in the ocean, weil ich immer noch einiges am Rausarbeiten bin. Heute war der erste Tag, wo ich mal ein bisschen chilliger gemacht habe. Ich war nämlich heute mit den Wauwis beim Tierarzt aus einem anderen Grund. Also nichts Schlimmes, Gott sei Dank nichts Schlimmes. Aber ich dachte, es hätte sein können, dass einer von den beiden Mäusen etwas hat, was halt nicht cool gewesen wäre. Demnach war ich heute beim Tierarzt und habe sie drüber gucken lassen, ob alles okay ist bei den Kleinen. Das war mir halt voll wichtig, weil ich konnte so nicht mehr weitermachen. Ich habe die ganze Zeit richtig Panik gehabt. Dann habe ich auch gestern mit Jessica nochmal drüber geredet und die meinte auch zu mir, die so, geil, du musst dringend zum Tierarzt. Dann habe ich da heute Morgen um 8 Uhr angerufen. Das war auch ganz wild, weil wir waren nämlich beide zusammen bis 5 Uhr wach. Die Maus hat nämlich gestern bei mir geschlafen. Und richtig wild. Heute Morgen um 5 Uhr, ach 5 Uhr sage ich schon, um 8 Uhr klingelt mein Wecker. Und ich drücke den aus, weil ich dachte, das ist mein Wecker für 11 Uhr und in einer halben Stunde klingelt der nächste. 8.24 Uhr, ich werde wach. Ich so, scheiße, ich wollte beim Tierarzt anrufen. Und ich wusste halt nicht, ob die Sprechstunde von 8 bis 12 Uhr haben oder von 16 bis 18 Uhr, weil so hat meine Tierärztin geöffnet.
Und Gott sei Dank hatte sie von, was war das, 16 bis 18 Uhr die Sprechstunde. Das heißt, ich bin dann von 16 bis 18 Uhr dahin gefahren, wurde auch um 17 Uhr drangenommen. Das hat sich auch ganz, ganz schnell geklärt. Die wollte auch gar nichts dafür haben. Das war so lieb, weil ich habe, Leute, ich war die ganze Zeit gechillt, ne? Aber man hat gemerkt, dass ich die ganze Zeit trotzdem unterbewusst so leicht Panik schiebe, aber es halt versuche zu überspielen. Und Milo hat es heute unnormal gemerkt. Der war auch so nervös die ganze Zeit. Und du hast es halt richtig gemerkt. Also ich bin froh, dass ich sonst entspannte Tierarzttermine habe, wo ich entspannt bin, weil ich weiß, die Mäuse machen das alles easy peasy lemon squeezy mit. Aber heute war ein echt unschöner Termin und Gott sei Dank ist alles gut gelaufen. Weil es wäre, es hätte nichts Schlimmeres passieren können, als dass wegen irgendwas mit den Mäusen gewesen wäre. Ich wäre durchgedreht. Deswegen bin ich so dankbar, dass alles okay ist und ja. Es gibt nichts Schöneres, als dann zu wissen, dass wirklich alles okay ist und nicht, dass das Gegenteil halt dann so gesehen eintrifft. Ja, wie gesagt, Leute, ich mache mir jetzt meine Käseplatte. Ich hoffe, dass ich mich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen mehr melde. Ich habe jetzt ein bisschen mehr freie Zeit, also keine permanent Make-up-Arbeit. Ich habe diesen Monat noch 2 Tage, an denen ich Termine angenommen habe. Warum nur 2 Tage? Weil ich den Rest der Zeit andere Sachen rausarbeiten muss und ich kann darüber immer noch nicht reden. Es tut mir leid. Aber das ist halt einfach der Real Deal, wenn du selbstständig bist und halt Sachen erledigen musst, worüber halt nicht jeder immer unbedingt Bescheid wissen darf. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr. Leute, ich schwöre, der Nap war zu gut. Ich merke das auch, weil ich bin einfach los von meinem Gehirn. So, ich würde sagen, meine Käseplatte ist gleich fertig. Ich zeige euch die. Und dann gönne ich mir, gucke nebenbei YouTube-Videos und zum Dessert gibt es das hier. Gibt halt einfach nichts Geileres, ne? Sag ich euch ehrlich.